Wow. Geil. Das hat echt mal geklappt. Ich glaub das nicht. Aktivieren. Perfekt, er hat eine Kuh. Wie krass. Endlich mal. Ist das genial. Gut, dass ich hier gleich mitgemacht habe. So, dann nehmen wir natürlich auch noch alles mit. Oh, wie cool, Leute, wie cool. Hallo und herzlich willkommen zum perfekten Koopa. Ja, ich wollte eigentlich gerade meine täglichen Sachen machen. Und da muss ich euch jetzt natürlich dazu schalten. Das geht ja gar nicht. Das ist ja cool, das funktioniert wirklich. Das ist wieder so dieses typische, ich glaube das erst, wenn das auch mal bei mir selber klappt. Und jetzt hat das tatsächlich mal geklappt. Wie geil. So die Überlegung ist nur gerade, was mal jetzt. Hier, können wir noch schön beim Looten zugucken. Ja, ich glaube, das reicht dann aber auch. So, dann wollen wir mal gucken. Jawohl, Ältester geschafft. Wie genial. Na, was gab's Schönes? Oh, jetzt bin ich ganz raus. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Aber okay, oh cool, perfekten Kuchen. Muss ich gleich speichern. Gleich in meine Lagerkiste. Gleich in meine Lagerkiste. Und was machen wir jetzt? Das wäre so die andere Frage. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. ich überlege mal ganz kurz. Was können wir denn machen? Erstmal zur Lagerkiste. Sind wir überladen? Nein? Das ist gut, dann können wir gleich durchstarten. Dann machen wir irgendeine schöne Quest machen wir jetzt. Halt, Moment. Erstmal hier hinten hin. Erstmal lagern. So, Essen. Wo ist es? Das können wir auf jeden Fall lagern. Das brauchen wir alles nicht. Leckeres Soufflé. Das ist das aber nicht. Ne? Perfekt gehaltener Kuchen. Hier ist er. Oh, geil. Wie cool. Gleich speichern. Das auch speichern. Geil, genial. Richtig, richtig cool. So, dann wollen wir doch mal alles verschrotten, was wir gut bekommen haben. Haben wir hier irgendwas gekriegt? Nö. Aber Schrott kann erstmal alles weg. Mods haben wir auch nicht gekriegt. Jetzt schauen wir einmal hier in die Notizen. Oh, jetzt sind wir bei G. Ja, das dauert einen kleinen Moment. Jetzt muss ich erstmal hoch zu B. Gucken, ob wir einen neuen Bauplan bekommen haben. Wir haben ja noch so viel zu tun. Ja, noch ein bisschen. Baba. Da, roter Prügler mit Klinge. Ach, das wollte ich mir ja eigentlich noch aufsparen. Das wollte ich euch ja eigentlich mal zeigen, weil ich habe ja einen, obwohl den können wir ja eigentlich theoretisch auch machen. Was ist hier denn drin? Ja, das brauchen wir alles nicht. Dann würde ich sagen, lerne ich den jetzt, dann machen wir das und dann gehen wir schnell in unser Camp und machen den Prügler. Und machen den Prügler zum Superprügler. Wo ist die denn? Ich muss mal kurz überlegen, das ist ein Stück zu hoch. Ne, hier ist es. So. Ha, ich bin so aufgeregt, ich habe jetzt den Kuchen endlich bekommen. Kann man sich da so über ein Stück Kuchen freuen, wie cool. Ja, selbst in meiner eigenen Kuchenfabrik. Ah, würde das ja nicht klappen. Jedenfalls so einen coolen Kuchen nicht. Schön. So, dann drehe ich mal um. Kann ich mal ein bisschen Wasser einsammeln? Ach ja, geht ja nicht. Mein Ding ist ja noch kaputt. Ah, ich habe das jetzt endlich mal hier ein bisschen gemacht, dass das so ein bisschen geschützt ist. Aber jetzt fehlt mir nukleares Material, um das wieder heile zu machen. Das muss ich auch noch suchen. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier wollte. Achso, den Prügler, genau. Den Prügler, der müsste hier sein. Da ist er, der Prügler. So, dann gib mal her. Gib den mal her, wo ist er? Nee, der war auf der anderen Seite. Hier ist der, wo ist er? Hier, roter Prügler. So, dann nehmen wir den gleich mal pro. Und ich hoffe, dass wir alle Sachen dafür haben, um den jetzt aufzuwerten. Aber ich denke schon. Oh, und ich sehe gerade, ich habe noch 1 TP. Also diesmal glaube ich wirklich nur noch 1 TP. Das müssen wir ja natürlich gleich noch ändern. Wir können auf jeden Fall aus der Gruppe raus. Team verlassen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Waffenwerkbank. Dann schauen wir doch mal, wo ist er? Da ist er, der rote Prügler. Mit Klinge. Ernsthaft, uns fehlt ein Kleber. Oh, das sieht aber auch genial aus. Ein Kleber fehlt uns. Nahkampfkrieger habe ich auf jeden Fall. Boah, aber wollen wir den machen? Dass der so aussieht und dann an die Wand hängt. Boah, geniales Ding, ey. Cool. Ich glaube schon. Kriegen wir denn jetzt einen Kleber hier? Ja, Will ich aber erstmal was trinken und erstmal was essen, glaube ich. Ein bisschen Honig noch und eine Coca-Cola noch und Wasser noch. Haben wir alles? Ja, jetzt sind wir schön aufgefüllt.
Und dann würde ich sagen, machen wir das. Ah, das Red wegstimmt, das funktioniert ja nicht. Und nö, nukleares Material. Wo kriegen wir denn jetzt nukleares Material her? Ich habe es auf jeden Fall schon mal in meinem Pip-Boy in der Suche gemacht. In der Schrottsuche. Was habe ich da denn noch in meiner Schrottsuche drin? Ballistisches Material auf jeden Fall. Und was war das andere noch? Das war noch irgendwie Ultrazit. Genau, Ultrazit. Und das andere habe ich, glaube ich, alles rausgenommen. Die Plastik und sowas, ne? Ja, und den normalen Kleber natürlich. Oh, ist der schon wieder komplett weg? Ach, ich glaube, weil ich die gestapelt habe. Und dann habe ich die Sachen verkauft. Weil man kann ja selbst, habe ich ja gesehen jetzt, irgendwann im Part 140 sind wir jetzt, ne? Habe ich herausgefunden, dass man ja selbst Glas und Korkschrott und so weiter verkaufen kann. Dazu muss es aber eine Großmenge sein. Und dafür braucht man ja ein bisschen Plastik. Jetzt machen wir noch hier AP-Regeneration. Auch nochmal schnell hinterhergehauen. Ja, und deswegen ist das leer. Stimmt, so rum war das. Warum auch immer Plastik? Warum nicht Stoff? Schnur? So zusammenschnüren? Das würde ja auch noch gehen. Naja, okay. Nehmen wir den Prügler jetzt mit oder hängen wir den wieder auf? Ich glaube, ich hänge den lieber wieder auf. Nicht, dass ich den aus Versehen an der Verwertbank kaputt mache. Das wollen wir ja nicht. Nee. Und was machen wir denn jetzt für den Quest? Ich überlege noch. Folge dem Weg der Aufseherin. Ich glaube, das wäre auch mal Zeit, ne? So, weiter geht's. Weiter geht's! Wenn wir den Prügler aber hier wieder mal hinhängen, nicht, dass ich den aus Versehen kaputt mache. Ich kenne mich ja. Wo ist er? Hier drüben ist er. So ist er jetzt hier ausgestellt. Ja. Okay, sehr schön. Oh, ich will duschen. Naja, so viel ist das jetzt ja auch nicht mehr. Dann schauen wir einmal auf die Karte, was ist hier? Ach, hier ist Yvette. Und begib dich in Sendereichweite. Dann können wir da ja eigentlich hinlaufen. Dann können wir da mal schauen. Ach so, ja, da ist ja zu. Ich will ja, dass sie zu bleibt. Und dann nukleares Material. Nuklear. Ach so, ich laufe schon. Ich dachte, ich laufe noch nicht. So, jetzt laufen wir. Aber ist das denn jetzt richtig? Ja, bestimmt. Ne? Ist das wieder falsch? Nein, ja. Ungefähr da in die Richtung. Aber wir müssen ja erstmal hier hoch und dann müssen wir rüber. Jetzt habe ich meine Sachen gar nicht gelagert. Ne? Wie viel wiegen wir denn? Boah, 217. Naja, gut. Naja, das geht. Bisschen viel, aber müssen wir in die Richtung. Dann müssen wir ja noch höher. Oh, da ist schon wieder ein Grubenrohr. Hä? Ach so, das ist von Commander der Göre. Ich dachte, das wäre von so einem Grubenhauer. So, hier schön Blümchen mitnehmen. Dass wir was zu essen haben und zu trinken für unterwegs. Ganz wichtig, die Grubenhauer. Grubenhauer umgehen und schön Blümchen sammeln. So, dann nehmen wir hier das Harz auch noch mit, das Leuchteharz und Holz. Holz, ganz viel Holz. Ab in den Wald, Holz sammeln. Ich glaube, bei Holz war das nämlich auch so. Das kann man dann auch verkaufen. Großmenge Holz. Und Knallbeeren hier mit. Knallbeeren! So, jetzt sind wir hoch genug. Jetzt müssen wir da eigentlich auch hinlaufen können. Nur mal schauen, was haben wir hier noch? Noch mehr Knallbeeren. Oh ja. Und hier haben wir noch mehr Holz. Einsammeln bitte. Hier noch mehr? Nee, hier drüben. Nee, das gehört alles zusammen. Dann haben wir hier noch Schlammbohne. Und was ist hier? Brombeere. Wilde Karottenblume. Noch mehr Brombeere. Ach, so viel brauche ich eigentlich. Ich habe genug dabei. So, aber hier Holz. Holz. Ganz viel Holz. Bin ja gespannt, wann ich dann das zweite Mal hier mit 7600 mal Holz sammeln. Ich gehe mal stark von nächsten Weihnachten auf. Also Weihnachten 23. Mal schauen, ob ich da überhaupt noch spiele. Aber die machen ja so viele geile Neuerungen immer hier rein. Ich glaube schon. So, wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Dafür auch Holz. Ja, das auch noch. Das nehmen wir auch noch mit. Und hier auch noch. Und warum mir das jetzt gerade so wichtig ist, seht ihr, wenn das nicht angeht. Also kommt gleich. Da kommt gleich. Immer noch nicht? So denn nicht? So jetzt aber. Muss doch langsam mal fertig sein mit dem Holz sammeln. Ach so, nicht wie viele Teile, sondern wie oft, wa? Wie oft haben wir denn jetzt gemacht? 10-mal? 11-mal? Oh, mal schauen. Hier ist auch noch Holz. Boah, schön, wie viel Holz hier ist. Voll gut. Richtig gut. So, dann müssen wir hier lang. Hier. Ist hier noch mehr Holz? Nö. Ganz schön dunkel, ne? Ich sehe ja gar nichts mehr. So, und dann müssen wir hier hoch. Und wir da hinten hoch. Okay.
Oh, eine schöne Wasserblume nehmen wir. Wie Ziel erfasst. Ich? Mach doch gar nichts. Ah, wegen den Blümchen wieder, ne? Wie die Whitespring-Roboter. Oh, übel, richtig böse. So, dann müssen wir mal schauen. Schauen wir mal hier. Wo sind wir jetzt? Wir sind schon wieder falsch. Wir hätten da doch weiter gemurkst. Dann gehen wir am besten. Moment, was ist hier? Ist da eine Höhle? Nee, die sah gerade so aus. Ach, das war ein Beleidigungsbot. Oh, böse, richtig gemein. Warum denn immer ich? Fies. Voll gemein. Dann schauen wir mal. Irgendwas piept hier auch schon wieder. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Wir jetzt hier weiterkommen. So, ist die Richtung jetzt richtig? Ja, die ist richtig. Dann müsste das ja ungefähr hier so gleich sein. Hoffe ich mal. Wo ist denn jetzt hier Holz? Hier, da. Das Holz, Holz, Holz. Hier muss doch noch mehr Holz liegen. Hier ist auch ein Wald. Hier, das ist auch Holz. Das ist auch Holz hier. Nee, ist ein Stahlbaum. Gibt hier keine Holzbäume mehr. Sind alle verstrahlt. So, jetzt sind wir fast richtig. Da unten, mal da runter. An der Seite lieber. Hier so. Ich glaube, das müsste gehen. Ja, hier geht. Ich brauche noch Holz. Holz, Holz. Ganz viel Holz. Wie viel eigentlich noch? Würde mich jetzt ja schon interessieren. Hier ist noch einer. Nee. Der ist zu klein. Na gut, dann nicht. Dann stellen wir uns mal hier so hin. Schauen wir mal. Müsste das hier jetzt sein? Hier ist richtig? Dann bestimmt da unten bei denen, oder? Da stehen sie doch schon wieder, ey. Und schon mal hier noch Holz mitnehmen. Noch ein. Hier ist auch noch einer. Oh, erstmal richtig auswählen. So, jetzt aber. Der lebt ja noch. Ah, nicht nachladen. Hochballern. Gut, dann nehmen wir alles mit hier. Stimpack noch irgendwas. Ah, weiter gehen hier. Weiter, da zum Holz. Noch mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Heute ist der Holzpart. Ah. Haben wir jetzt alles soweit? Soweit ja, ne? Soweit schon. Können wir auf der anderen Seite da ja gleich nochmal gucken. So, wollen wir uns anschleichen? Ne, die haben uns erst mal längst mitgekriegt. Uala. Uala. Ja, tut mir leid, du lebst noch, ne? Oh, voll weggeflogen. Wo ist er hin? Ich will ein Loot. Hallo. Wo ist der andere jetzt? Da ist er. Oh, so geil sind die Knie, ey. Oder kniest du vor mir nieder? Knie schon vor mir nieder. Aua. Wer war das denn? Henker. Ja, du wirst jetzt gehängt. Bowie-Messer, ja, sauber. So, das müsste dann ja hier sein. Ist das das hier? Schrupppatrone und Orangenmente. Na, sammel das da ein. Sind wir hier richtig? Verwende den Radiosender-Peilsender. Ach so, wo war das denn noch? Radio. Willkommen. Peilsender, da, das da. 29%. 29,09. So, und jetzt? Falsch. Andere Richtung. 23. Ja, ja, ich hab's ja mitgekriegt. Das muss also hier so in der Richtung dann sein. 30%? Kommen wir da schon hoch? Nee, nicht ganz. Dann laufen wir halt hier so. Was ist jetzt denn? Der Baum schon wieder entbiegt. So, 52. Oha, wird lauter. Wird stärker. 64, sehr schön. Wir laufen auf jeden Fall richtig. Ist hier denn irgendwas schon in der Nähe? 70, nee. Hier hoch? Ist wahrscheinlich dann falsch, ne? Doch, 78. Hier hinten ist es. Schau mal. Ah, hier im Häuschen. Oder vorm Häuschen? Darunter ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwer. Hier drinne? Hä? Seht ihr das? Okay, da ist auf jeden Fall, da ist doch irgendwie ein Hund oder ein Wolf oder so. Kommt der hier gleich rausgeschossen? Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Nee, sieht nicht so aus. Der hängt da wohl fest. Ja, dann ist das hier drin. So, dann geht er mal hin jetzt. So, 81. Ist das jetzt hier richtig? 87? Wie weit denn noch, ey? Hier ist Untersuchungsbericht. 88. Das muss also noch ein Stück in die Richtung sein. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon, ne? Ich kick den mal an hier, Untersuchungsbericht Shelby O'Rourke. Mein Palatia. So, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ja immer mal gut. Irgendwann sortiere ich das auch nochmal aus, was ich schon alles habe. Und die doppelten Sachen, die haue ich dann alle weg. Scheiße.
Nee, das ist dann ja doch in der Richtung. Moment, wie. Wer war das denn jetzt? Da? 84? Raider Deep, das ist ja wieder jemand anders. Nee, doch, ist richtig. Der ist das. Der will das stehlen, der will Ich das hab diese klauen. Typen gewarnt. Ist nicht meine Schuld, dass sie nicht hören wollten. Ja, was ist denn jetzt? Mach mal weg da. Ich weiß, du willst, was ich habe, aber Achso. wir brauchen das genauso. Bring zurück, was du gestohlen hast, dann lasse ich dich am Leben. Bezahl mich. Ja, wir nehmen dem wieder ein paar Kronkorken ab. Ne, ja, bezahl mich mal. Okay, abgemacht. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Dankeschön. So, ruf Diese bei Ray an. Blutadler sind echte Psychos. Aber die Leute denken, dass wir die Bösen sind. Hey, ihr und eure Psychos immer, ey. So Peisender verloren. Gut, dann haben wir das ja geschafft. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Wollen wir die Spruce-Knopf-Kanäle noch aufdecken? Hä? Ach so, das ist der See und das ist der Kanal. Ja, dann. Ja, ich hätte jetzt auch zu Foundation wieder rüber. Mich rüber teleportieren können. Kostenlos. Und dann zum See für einen Kronkorken. Aber wenn das nur so eine Handvoll ist, dann mache ich das nicht. Das ist mir dann auch zu affig. Aber wenn es so um 30 Kronkorken oder so geht, dann mache ich das schon. Ja, das ist mir, da bin ich dann ja schon ein bisschen knauserig, was das angeht. 10.000 habe ich jetzt wieder zusammen. Weil ich vergessen habe, dass ich mir ein bestimmtes Rezept kaufen wollte, habe ich wieder andere Rezepte gekauft. Aber jetzt wird hart gespart. Oh, Moment, das ist da sogar einer. Ein Baumstamm hier noch und der auch noch. Da ist es! Gold Challenge abgeschlossen! So, und die haben wir auch entdeckt. Was haben wir denn sonst noch für Challenges? Töte einen Floater, 3 Stück. Event, verwerte Schrott, um Öl herzustellen und zerstöre einen Roboter. Ja, ach, das machen wir so nebenbei. Das haben wir alles erledigt. Dann können wir mal schauen. Kann man da hin? Nee, da muss man hinlaufen. Das ist ja auch gemein, ey. Und hier unten war ja nichts außer das hier. So, hier Event. Eine Nacht voller Gewalt. Schlagelärm und ja, das können wir eigentlich noch machen. So hier. Da ist aber gar keiner. Mal schauen. Wenn da noch einer kommt, dann ja. Ansonsten gehe ich weg. Floaters. Ich überlege gerade, wo waren Floaters? Floaters. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte, gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Dane-Anlage gesichtet. Ja, Dieses hier müssen wir. greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Hat einige unserer besten Leute getötet. Pauli meint, dass es die laute Musik ist, die den Nachtwirscher wütend macht. Wenn ihr richtig lernt, könnt ihr ihn also in den Hinterhalt locken. Wir wollen uns die Laune verwerten lassen. Also haben wir vor, die Zugbox hochzudrehen und unser Instrument so richtig einen drauf zu machen. Sind aber auch so stark, ja. Gute Instrumente wieder an. Hilf mir mal, Kollege. Mach die mal kaputt Aber da. das wird ordentlich Krach machen. Wow, eine Zahnbürste, cool. Scheint diesen Penner so richtig auf die Peile zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtpirscher zu erlegen. Als Belohnung gibt Ja, es komm Bier, vorbei. Party bis zum Abwinken. Oh, kala Lager. Oh ja, Ami-Munitionstasche. Oh, cool, hat der andere das nicht gesehen? Soll ich hier Musik machen? Oh, jetzt sind hier schon mehr. Ja, dann machen wir hier noch mit. Was liegt hier noch? Nachtpirscher anloggen. Ach, das kennen wir ja schon. Genau. Instrumente spielen, Jukebox voll aufdrehen und die wilden Kugel mit den Instrumenten Waffen eine klatschen. Besoffen sein, der Alkoholgeruch sollte ihn anlocken. Bah, pfui, 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 pfui. Darin-Schwert. Nee, wir machen hier die Snare-Drum machen wir heute mal. Oh, ich spiele Schlagzeug. Also nicht Schlagzeug, aber so ein bisschen Trommel, ne? Mach den mal weg. So, der ist auch am Spielen. Ach, stimmt, wir sind ja jetzt im Event. Das macht ja jetzt nichts, wenn wir sterben. Also, na klar, das ist natürlich immer doof, aber wir verlieren nichts. Verlieren keinen Schrott. Darum geht's mir. Ah, ja, dann macht ihr das mal schön fertig da und ich überlege, was man noch im Anschluss machen könnte. Was könnte man denn sonst noch machen? Mal vielleicht mal die Kamera ein bisschen drehen, dass ihr das besser sehen könnt. Hier, wie die anderen da kämpfen. Oh, da unten eine Powerrüstung, ne? Oh, das ist aber schön. Die rennen mal zu dem anderen Typen hin. Witzig. Oh, so schön. So könnt ihr mir hier beim Spiel zugucken und dem anderen auch. Aua! Nein, nicht auf die Brust hier. War aber nicht.
Boah, und da fliegt alles durch die Gegend heftig, ey. Ja, Red ist natürlich doof, ne? In der Nähe jetzt. Irgendwie Red, Red, Red. Gleich sind wir kaputt. Aber wir geben nicht auf. Wir spielen bis zum Ende. Wir halten wacker durch. Ah, ich könnte ja mal ganz kurz auf die Map gucken, während die das andere da fertig machen. Die können natürlich das hier machen. Fotografiere die Fassade. Aber wir hatten doch noch irgendeine andere. Irgend so eine kleine Quest hatten wir doch irgendwo noch nie. Das ist ein Wasser abgeben. Event echt bombig. Das ist ja wieder was anderes. Oh, ich gucke einfach mal, während die das Event da fertig machen. Und hier müssen wir noch rein. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ne, wie man in das Hauptquartier da reinkommt. Voll komisch. Voll komisch, voll komisch. Oh ja, das sind wieder hier die täglichen Sachen hier drüben. Ich glaube, wir würden uns gut machen, wenn wir die Quest hier weitermachen. Ich glaube schon. Oh, sind wir doof? Nee. Ha, wie sieht das denn jetzt aus? Eine coole Power-Rüstung. Sehr schön, sehr schön. Kann ich noch nicht? Ah, Ultrazit ist das, ja. Da muss ich noch ein bisschen weiter auf der Map. Auf der Season-Karte. Auf dem Season-Spielbrett. Ja, was los, Kollege? Tanzt du für uns? Das ist aber auch nett. Oder so, dann könnt ihr hier gucken, wenn jemand kommt. Sieht man aber auch nicht wirklich was, ne? Da kommt einer! Hier kommt einer! Boah, voll den Arm ab, ey! Lieber Arm dran als Arm ab! Ah, pfui, 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 weg, weg, weg! Bring weg! Oh, zerschnitzelt, ey! Die sehen aber auch eklig aus, ey! Oh, mit ihren glühenden Augen und mit diesen Borstenhaaren und so. Wer ist das denn? Was hat der denn da? Du bist Krallenspieler. Autsch! Voll in meine Trommel, wie soll ich denn so richtig spielen, ey, fies. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Map. Also, was machen wir hier nach? Ah, jetzt habt ihr es schon gesehen, ich habe mich aus Versehen bei einem anderen Spieler hier hin teleportiert. Ah, aber da war ich noch nicht, da habe ich noch nichts gemacht. Das können wir dann auch noch machen. Aber ich würde sagen, wir machen dann, das war hier unten, genau. Ich wollte nämlich einmal gucken, im Pip-Boy anzeigen, geht wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Und ich spiele weiter? Das ist ja witzig. Untersuche das Gebiet. Ach so. Das ist das mit diesen Trilos-Kuriositäten. Okay. Witzig. Sonst kann man ja nicht auf den Pip-Boy zugreifen. Ich spiele ja. Das ist ja genial. Geht ja doch. Vielleicht sollten wir gleich doch mal irgendwas essen. Oh, doch ein bisschen wenig TP jetzt so langsam, ne? Aua. Mach den da doch weg. Ey, ich bin hier Solo-Spieler, ne? Auf meiner Trommel spiele ich alleine. So geht das aber nicht. Oh, so eine geile Kettensäge hätte ich ja auch gerne, ne? Schön hier mit Feuer und so. Wie heißt der? Bugaga? Bugaga? Das ist gerade richtig gelesen. Ich lasse mich wieder verlesen, wie bei der Map-Kurs, ey. Asteroide! Asteroide! Und Bakuga! 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 So, sind wir fertig? Ist er da? Ist er da? Bin ich aus Versehen aufgestanden? Und der war jetzt mal so auch schon wieder hier. Ja, ich war ja am Überlegen, ob ich mir das hole, ne? Hier, das Weihnachtsfrauenkostüm, aber ist jetzt schon wieder aus dem Shop raus. Richtig schade, ne? Fand ich ja schon. Ich habe mir ein paar Tage Gedanken darüber gemacht, ob sich das lohnt. Aber irgendwie wollen die jetzt meine Atome nicht mehr haben, die habe ich gehabt. Dann nicht. Rosa hin, alle kaputt. Harpune, das kann ich auf jeden Fall gleich wieder rausschmeißen. So, oder? Da kommt wieder einer. Vorsicht, ist falsch. Kopf. Ja, ich muss irgendwie noch mal ein bisschen umswitchen. Oh, gut, dass ich mich geheilt habe, ey. So, wer jetzt doof? Mach dir noch mal weg da bitte jetzt. Boah, übel. So, alles einsammeln, hier noch mal hinterherladen. Und dann gehen wir noch mal oben gucken, ob da irgendwas Schönes liegt. Sieht aber nicht so aus. Oder irgendjemand hat das schon eingesammelt. Irgendjemand hat das eingesammelt. Hier ist nämlich normalerweise ein Bärchen. Ach so, ist weggeflogen. Na gut. Oh, hier ist noch was zu essen. Inkjapüree. So, wo war das denn jetzt mit dem... Das war hier, glaube ich, ne? Hier, Werkbank. Wir haben uns irgendeine Krankheit schon wieder eingefangen. Da, pfui, pfui, pfui. So, machen wir hier, das machen wir alles weg. Laserscharfschütze. Mützelle? Nee, das brauchen wir nicht. Das auch weg, auch weg. So ein Schrott auch weg. So. Und dann gehen wir jetzt hier rüber. Hier rüber, hier hinten hin, bitte. So, wie viel? 40 Kronkorken. Das machen wir jetzt aber hier mit Rusty Pig.
Sparen wir uns, glaube ich, 30, mindestens. Macht zwar so jetzt nicht viel aus, aber auf Dauer? Weil wenn man sich jeden Tag mehrmals teleportiert, gerade was so Quests angeht, ich glaube, dann macht das schon in der Summe ordentlich was aus. Vor allem bei so weiten Strecken. So, wie weit ist das jetzt noch? Wollen wir mal schauen? Da würde es 8 kosten. Und da 7, dann nehmen wir das. Und wir nochmal einen gespart. Nur 33 Kronkorken gespart. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Mal und man kann sich schon wieder ein Rezept kaufen. Also ein günstiges Rezept, sozusagen. So, dann müssen wir jetzt in die Richtung. Endlich mal hier eine Quest weitermachen. Quest, Quest, Quest. Quest, Quest, Quest. Ah, so zu laufen ist auch mal schön. Nichts passiert. Oh. So, die Floaters. Wo sind denn die Floaters? Bin gerade am Überlegen. Bei den Red Rockets sind eigentlich immer welche, ne? Ich glaube schon. Da sind mir jedenfalls schon öfter welche begegnet. Laufen wir jetzt richtig? Nicht ganz. Da müssen wir. Oder leuchtet was? Was ist das? Was ist das denn Schönes? Honigfäule? Ist da noch mehr Fäule? Nee. Wollen die auch noch einsammeln? Trotzdem noch so viel dran. Der arme Baum ist leider weiterhin befallen. So, hier müsste das dann aber ja irgendwo gleich sein. Nur mal hier Licht ausmachen. So, hier ist richtig. Hier muss das sein. Hier so. Da. Da ist doch was. Da ist auch ein Zelt. Ist hier noch Holz? Ja. Wir sind zwar fertig, aber Holz ist immer gut. Dann schauen wir mal. Da ist doch was versteckt. Nee? Was ist denn das? So, war doch mal wieder Licht an. Anforderung eines Airdrops und Zahnbürste. Keine Ahnung, was das ist. Ups. So. Ich freue mich schon darauf, wenn die endlich mal Fische einbauen. Angel. Ach so, Angel. Ja, kann ich ja nicht benutzen, aber okay. Nehmen wir das noch mit und eine Karotte. Dann nehmen wir noch das Salz, das Bowie-Messer und dann lesen wir uns mal durch, was hier steht. Notiz für Raymond. Raymond, leg die Vorräte einfach in mein Zelt und warte da. Lauf nicht herum, während du den Köder dabei hast. Ich bin den Hügel hoch, um mir nochmal die Höhle anzusehen. Ich glaube, die Bestie hat Junge gekriegt. Ich habe sie quieken gehört. Pass auf dich auf und rühr dich nicht von der Stelle. Ich bin so bald wie möglich wieder da. Janelle. Lies an Red Newman. Ja, das passt ja jetzt gerade. So, dann muss ja irgendwas jetzt hier... Genau, untersuche das Gebiet und suche die Höhle. Untersuche das Gebiet in der Nähe des Lagers. Die Höhle, die müsste dann ja... Ist das richtig? Nee, dann muss ja hier irgendwo... Obwohl, was ist das denn? Da ist ja auch noch irgendwas. So, einfach mal hin. Geh doch mal hoch. Ey, nicht, dass ich wieder hänge wie im Stuhl. So hoch da jetzt. Und schau mal hier mal schnell rein. Was ist das? Hubenhauer. Immer die dummen Hubenhauer sind immer voll im Weg. Ich mache auch wirklich gar nicht mehr so viel Schaden wie früher. Ich habe aber auch 60% weniger Schaden, weil ich die abgenommen habe. Das ist schon ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man die hier falsch anvisiert. So ist besser. So ist besser. Challenge abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Oha, neue Perkan. So, ist hier jetzt irgendwas? Ne, hier ist gar nichts, ne? Das ist falsch hier. Das ist falsch. Hm, nehmen wir die noch mit. Da, Moment, da ist doch nicht. Ne, doch, dachte hier gerade, wäre irgendwas angezeigt gewesen. Ne, leider nicht. Schade, also hier doch nichts drin. Coca-Cola, oh, Wodka. Moment, will ich mitnehmen. Will ich gerne mitnehmen. Hier hinten irgendwas? Nö, auch nichts versteckt. Schade. Aber hier gibt es noch Holz. Schön Holz. Holz, Holz, Holz. Können wir hier wieder rein? Ja. Holzreste hinzugefügt. Nee, das war's. Also hier nicht. Moment. Also nicht. Nee, dann müssen wir ungefähr in die Richtung. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Na komm, jetzt lauf doch mal weiter. Die Höhle. Wo soll die denn sein? Ich fürchte ja da irgendwie. Nee, das sieht schon so komisch aus. Da ist es. Da ist es. Ist es das? Oder ist das so ein kleiner See? Sah aus wie eine Höhle. Das ist aber eher ein Teich. Das ist gar keine Höhle. Das ist gar keine Höhle. Giftiges Wasser. Trinken. Natürlich. Das ist vergiftet. Ja, ich hab ja einen relativ guten Schutz gegen die Sachen. Also was hier das freie Trinken und so angeht. Aber mir fehlen ja auch noch ein paar Krankheiten. Die sind voll falsch schon wieder gelaufen, ey.
Wo ist sie denn jetzt? Da. Nee, auch nicht. Wird aber auch nichts angezeichnet. Hier so. Aber hier liegt doch irgendwas. Hier ist doch jetzt richtig. Hier, hier geradeaus. Hier. Hä? Ich muss irgendwas untersuchen. Ja, hier, 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 da ist eine Holobahn. Janelles Rache. Raymond ist tot. Ich habe seinen Schrei und das Heulen der Bestie gehört. Ich weiß es. Er ist tot. In der Notiz habe ich geschrieben, dass er mir nicht folgen soll. Warum hat er das getan? Er hat mich zu einer Höhle folgen. Okay. Muss irgendwo zwischen der Höhle und dem Teich sein. Die Bestie. Einen ganzen Wurf. Ich wollte die Jagd schon abblasen. Aber jetzt. Na denn? Wird die nicht gespeichert? Ein für alle Mal. Muss doch mal stehen, ey. Ich gehe nach Beckley und hole Hilfe, wenn ich fertig bin. Kümmern wir uns um Raymond. Dummkopf. Ich hätte die Bestie töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich werde dich kriegen, du verdammtes... Das war's wohl. Da läuft doch noch einer. Da laufen ja noch mehrere. Ach, deswegen. So, dann nehmen wir hier noch Smarties Köder. Smarties Köder für große Tiere. Anleitung. In Kombination mit Smarties Fallen verwenden. Nicht für die Hundefütterung. Für die Handfütterung geeignet. Smarties übernimmt keine Verantwortung für fahrlässige Anwendung. Okay. Wär's abgeschlossen. Wieso abgeschlossen? Hier ist auch überhaupt nichts abgeschlossen. Doch, ist abgeschlossen. Na gut, ist abgeschlossen. Wo sind sie denn jetzt? Hier war doch... Boah, wie viele sind das denn? Welpe der Bestie. Aha. So, dann komm mal her. Anderen auch noch hier. Ui. Man, die Welpen halten aber auch ganz schön viel aus. Boah. Vielleicht sollte man ja auch mal draufhalten und nicht daneben zielen, ne? Übel. Komm her hier. Ah. So, und einer war hier doch noch. Wo ist er denn? Da. Ja, dann komm her. Du oder ich? Du. Du. So, haben wir es dann hier jetzt? So, dann schauen wir mal auf der Karte. Das war's. Sie ist abgeschlossen. Hm, okay. Abgeschlossen, ja, das war's. Irgendwie noch so eine Mini-Quest müssen wir ja noch haben. Irgendwas Kleines noch. So, gucken wir mal auf täglich. Was haben wir denn? Die Futterschlange. Ach so, nee, das sind ja die anderen. Die anderen Sachen. Königin der Jagd, das haben wir auch alles soweit. Wiederverwertung hatten wir auch. Hier, Redebedarf. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Wo war jetzt Redebedarf? Ah, hier, beginne mit der Datensammlung für den Vox-Dolmetscher. Da ist das. Moment, war da noch was? Ich habe doch gerade schon wieder irgendwas gehört. Welpe, schon wieder eine Welpe. Kommt der hier immer raus? Und wenn man den nicht schnell genug schafft, dann schon wieder Score-Chef. Wie geil. Dann wird er hier zum richtigen Wolf, also zur Bestie von was war das denn jetzt? Von Krocknack. Krocknack. Krocknack, der war wahr. Krocknack, die Wolfsbestie. Dann gehen wir hier erstmal weg. Kann mich schon wieder nicht entscheiden, was ich machen soll, ey. So, erstmal zur Seite. So, einmal durchschnaufen. Sind wir versteckt? Ja. So, jetzt nochmal in Ruhe. Was gibt's hier? Ach so, das ist ja dieses Optional. Verwende den Hersteller, um ein Phantomgerät anzufertigen. Das können wir nochmal. Jetzt komm. Rusty Pick, das wären jetzt auch nur 3 Kronkorken weniger gewesen.
Mal schauen, was jetzt kommt. Ob das schwierig ist oder nicht. Wollen wir durchs Haus? Nee, wir wollen hier durch, ne? Oh, hier Maulwurfsrattis. Oha. Hat sie uns gesehen? Brauch ich gar nicht verbuddeln. Wo ist sie hin? Oh, da ist ja noch eine. Vorsicht. So. Dann wollen wir hier rein. Aber wir können... ich glaube schon. Lieber nochmal Hilfsmittel. Right away verdünnt. Und dann nehmen wir noch... genau, aufbereitetes Wasser. Das gibt nämlich auch nochmal ein paar TP und kostet nichts. Und dann gehen wir rein. So, weiter geht's. Eine Sache machen wir jetzt hier noch fertig. Boah, das krabbelt schon wieder von da oben irgendwo. Gut, dass das hier nicht ist. Nein, was ist jetzt falsch? Ach, Moment. Natürlich. Natürlich, wir haben was vergessen anzuziehen. Den hier haben wir vergessen anzuziehen. Da müssen wir nochmal zurück. Und jetzt können wir rein. Tusch. Mal auf. Wieder durch. Lass mich rein. Tür auf. Willkommen zurück, Novizin. Jo. Bin wieder da. So, wo ist es jetzt? Unten. Das heißt hier durch die Tür und dann... Ja, keine Sorge. Die sind alle oben. Die tun uns hier nichts. Oh. Hier Schrotpatronen. Schrotpatronen, nicht den Pfeil. So, Herstellerterminal. Ja, hier. Herstellungsdienst, bitte. Schwunganalysator. Sehr schön. Moment. Phantomgerät auch. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch das Schwert. Und die Stimme von C. Fehler. Wie Fehler? Wieso Fehler? Gefunden historisches Schwert. Gefunden Schwung an der Seite. Fehler. Ihnen fehlen die Komponenten. Das historische Schwert fehlt. Und Waffenforschungsprogramm fehlt. Wieso? Wieso das denn? Wo soll ich das denn herkriegen, Mensch? Hier ist doch nichts. Doch hier, kleine Eule? Das ist auf jeden Fall irgendwas anderes. Hier ist doch nichts zum Lernen. Jagd auf Schatten abgeschlossen. Mikroskop. Der Fusionskern brauche ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Das kann auf jeden Fall hier alles weg. Das auch. Und den Schrott auch wieder hier. Alles weg damit. Das auch. Oh ja, schon wieder Score-Challenge abgeschlossen. Sehr schön. dann müssen wir nochmal hier in unsere Daten gucken. Täglich. Nee, Nebenquest war das. Oder? Ich gucke am besten mal hier auf die Map. Ah, hier wird gar nichts angezeigt. Wo ist das? Belohnung einfordern, ja. Sonstiges. Nee, das muss ja hier die Nebenquest sein. Oder ist das Hauptquest? Das machen wir auch ein andermal. Und das machen wir gar nicht. Also erstmal nicht. Aufseherin. Federlicher Abschied. Erfülle die... Da ist es doch. Verdiene dir das Schwert. Verdiene dir das Phantomgerät. Abgeschlossen. Das war das hier. So und wo? Kann nicht angezeigt werden. Bringe den Schwung... Achso, bringe den Schwunganalysator an Grenzsäbel an. Achso, hier. Rüstung, nee. Bastel, nee. Waffenwerkstatt brauche ich. Waffenwerkbank brauche ich. Hier, Waffenwerkbank. So, herstellen oder modifizieren? Modifizieren, hoffe ich mal, ne? Grenzsäbel, da ist es. Keine Verbesserung. Da, Schwunganalysator. Dann machen wir das. Anbringen. Töte verschiedene Kreaturen mit Grand Sebel. Sehr schön. Cool. Geil. Das ist schick. Grand Sebel.
Ja, machen wir das jetzt noch? Ich glaube, das reicht heute mit der Zeit. Ne, ich glaube schon. Ah, na schön. Können wir hier jetzt eigentlich endlich mal rein? Mimi, immer noch nicht. Ja, schade. Dann untersucht ihr das mal, ob ihr euch noch irgendwas auffällt an dem Handscanner, wie ich da reinkomme, und schreibt mir das in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.